Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden wir mal Kopfhörer auspacken. Sie haben 7,99 € gekostet und sind von Action. Mal schauen, wie die Qualität so ist. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir brauchen als erstes einmal eine Schere, um diese ganze sehr schöne Verpackung hier aufzubekommen. Ich werde mal hier oben rein schneiden. Schauen wir mal, ob wir so an die Kopfhörer kommen. Nummer 1 haben wir. Nummer 2 haben wir auch. So. Jetzt sieht man sie auch. 1 und 2 sehen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Und wir haben natürlich noch ein Ladecase. Und das fühlt sich jetzt relativ billig an, sage ich mal. Aber für 7,99 € kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Sie passen aber rein. Und auf den ersten Blick ist es okay. Man kann sie aufladen über Micro-USB. Sollte man hier oben jetzt auch sehen. Es ist halt noch relativ schwierig, die aufzumachen. Wir schauen mal. Den nächsten Eindruck bzw. über den Klang gibt es gleich. So, im nächsten Schritt schauen wir jetzt mal, ob sie sich auch verbinden lassen. Und wir halten einfach mal gedrückt bzw. warten erstmal. Jetzt drücke ich mal hier auf die Seite. So, jetzt wird er schon mal, glaube ich, verbunden. Wir drücken gleich mal direkt auch auf diese Seite. So. Mal schauen, ich drücke mal hier drauf. Er soll verbunden sein. Er anscheinend auch. Mal schauen und mal hören. Als Fazit lässt sich sagen, dass ich positiv überrascht bin, wie gut sie sich koppeln lassen haben und wie sich das Ladecase anfühlt. Für 7,99 € habe ich jetzt weniger erwartet, sage ich mal, dass es deutlich schwieriger ist. Die Klangqualität ist natürlich sehr, sehr schlecht. Deutlich schlechter als die von mitgelieferten Kopfhörern. Aber für 7,99 € finde ich es okay. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch oder abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.